10 Kilometer. Aber so, meine Freunde, so ging es an der Brücke. Aber es ging auch so. So ging es auch wieder runter. Just watch me. Guten Morgen, einen wunderschönen Servus. Willkommen in Österreich. Scheiße, geht's auf dem Buckel hoch. Boah. Total im Eimer. Bin echt voll im Eimer. Wir sind in der zweiten Trainingswoche. Die erste Woche im Urlaub. Und ja, kilometermäßig. Ich blinze euch auf jeden Fall hier unten auch wieder ein. Ich habe mich eher in die Höhe begeben. Habe im Prinzip eher Höhenmeter gemacht als Kilometer. Aber holen wir alles wieder rein. Ich bin doch halt gerade in die Barriere unterwegs und mache Höhenmeter. Ja, ich fahre glaube 4 Läufe, immer so 10 Kilometer. Auch da sehr viele Höhenmeter dabei, was ich zu Hause eigentlich gar nicht habe. Wenn ich da 70 hoch und 70 runter gehe, ist das viel. Schauen wir, nächste Woche sind wir weiterhin noch in Gschnitz unterwegs. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen mehr Kilometer zusammenkriegen. Und ja, natürlich auch Höhenmeter. Einen Klettersteig möchte ich noch gern. Mal schauen. Auch das gehört zu guter Marathonvorbereitung, wie ich finde. Andere Sportarten, nicht nur laufen. Probiert andere Sachen aus. Ich gehe unheimlich gern klettern. Genau, jetzt sind wir halt gerade in Österreich. Also klettern, wandern, das ist auch ein riesen Hobby von mir. Daher probiert andere Sportarten auch aus. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, so give me your all. Dritte Woche, erster Lauf, 10 Kilometer. Aber so, meine Freunde, so ging es an der Brücke. Aber es ging auch so, so ging es auch wieder runter. Junge Vater, also zum Kilometersammler sind Berge auch nichts. Macht mich echt fertig. Aber hammergeil, also jetzt im Urlaub, stehe ich gerade immer morgens um 4 auf, komme so um 5 noch aus dem Haus und gehe eine Runde laufen, das ist jeden zweiten Tag. Dazu noch jeden Tag fast nur ein lustiges Wanderprogramm oder Kletterprogramm. Also es geht auch übelst in die Füße. Also ich merke, so ja, es wäre mal ein bisschen Erholung, wäre gut für die Beine. Aber von nichts kommt nichts. So, Urlaub ist auch wieder vorbei. Gestern sind wir gekommen vom schönen Wipptal. Also Berge wie immer. Hammer geil. Und ja, heute ist Sonntagmorgen. Wir haben jetzt wir haben jetzt 6 Uhr morgens und es steht der lange Lauf an. Kilometer haben wir in die Berge wirklich gesammelt, eher Höhenmeter. Aber ja, holen wir alles wieder rein. Ist wie immer, die Sommermarathons sind nicht meine, weil einfach der Berg ruft. Just watch me. I got you wrapped around my finger. Ich liebe es. But don't you try to call me tomorrow. Thanks a lot. There's nothing personal in having a little fun. You'll wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind.
kilometermäßig war das ja nichts, die zwei Urlaubswochen. Ich habe dafür andere Sportarten gemacht. Wandere und klettere und richtig ordentlich Höhenmeter gefressen. So, die nächste Woche beginnt und dann geht's ab.